Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. Heute ist unser Hauptdarsteller aus der Türkei da, die neuen Derby Premium Rasierklingen. So, warum ich die ausprobieren möchte, ist eigentlich ganz einfach. Die hier kennen einige Leute, also die sind, naja, man sagt so nicht das Gelbe vom Ei. Also ich bin mit denen absolut nicht zufrieden, also die reißen mehr wie alles andere. Hingegen habe ich noch diese Klingen, das sind halbe Klingen, für eine Chavette oder für den Rocknell zum Beispiel. Die sind wiederum eigentlich ganz gut. Also ich mag sie. Und wollen wir mal gucken, ob wir mit den Premium heute auch so weit kommen. So, die beiden Kandidaten erstmal nach hinten. So, gehen wir weiter. Wie immer ganz am Anfang nehmen wir uns erstmal den Jaguar-Pinsel, in dem Falle den, wie heißt der, 11724. Das ist so mit der kleinste, das ist fast normale Größe. Den werden wir heute wieder mal in meiner Milchkanne einweichen. Dazu kommt er erstmal da rein und dann lassen wir den erstmal stehen. So, ausgepackt, das ist ein 100er Päckchen, kostet irgendwas knapp um 15 Euro. So sehen sie aus, die Tüten. 5 Stück pro Pack. Betrieben werden die heute in einem Edwin Jagger DE89, baugleich mit dem Mühle 89R. Ist so mein Allerweltshobel, der funktioniert immer ganz gut. So, wollen wir mal auspacken. Oben, unten, rechts und links. Ja. Klebt ein bisschen. Bisschen mit einem Tropfen Wachs festgeklebt. So. Nehmen wir hier die Kopfplatte, Deckplatte und dann den Edwin Jagger Griff. Ich finde den Griff jetzt hier nicht so prickelnd. Ich muss mal gucken, was wir einen anderen raussuchen dafür. Er ist komplett glatt. Also er sieht edel aus, aber er wird schnell rutschig. So. Klingt auf Anhieb passend sauber. Gleichmäßig drin. So, als Seife kommt heute altbewährt Tabak zum Einsatz. Ich mache heute außer die Klinge keinerlei Experimente. Dazu noch der Rasurbrand-Lügendetektor und für den Abschluss gleich noch das schöne Prinz Aftershave Balm vom Aldi Süd. So, Seifendeckel auch beiseite. So, wie immer. Ein Genuss. So, die Milchkanne bleibt auch so stehen, dass wenn ich nachher Barthaare vom Ausspülen im Waschbecken habe, habe ich die da nicht im Pinsel drin. Das ist einzig und allein der Grund. So, wie immer vorher Rasurvorbereitung, einmal duschen, Gesicht waschen, fertig. So, das sollte reichen. Und so ein bisschen Wasser dazu. So, das soll uns bis hierhin erstmal reichen. So, den Hobel. Einmal schön den Kopf in warmem Wasser. So, ersten Durchgang mit dem Strich. Wir reißen jetzt hier ein 5-Tage-Bad nieder.
Gut, so weit, so schön. So, das soll für den ersten Durchgang jetzt mal reichen. Ja, das Gefühl, also deutlich sanfter wie die anderen Derbys, gar nicht zu vergleichen. Die sind auch deutlich sanfter wie die Rapiras. Ja, mit was kann man die jetzt so? Gut, war jetzt der Durchgang mit dem Strich. Jetzt ist übrigens der Zeitpunkt, wo ich die Milchkanne nutze. Aber man kann natürlich auch irgendein anderes Wassergefäß nutzen. Ist vollkommen egal. Eine alte Tasse tut's oder ein Rasiermack. Auf zu Runde 2. So, jetzt werden wir merken, woran wir sind mit den Klingen. Weil gegen den Strich funktioniert ja fast immer. Nicht schlecht soweit. Habe ich mir wohl ein bisschen den Pickel aufgekratzt. Aber jetzt mal wieder das allseits beliebte Schaumklang. Schön, schön. So, ich mache jetzt mal eben eine Runde Krach. Also einmal Waschbecken leer machen, Hände waschen, Gesicht waschen und so weiter und so fort. Und dann
bis gleich wieder. So, da sind wir dann wieder. Ja, machen wir erstmal mit dem normalen Programm weiter. Jetzt kommt der Launstein oder auch Rasurbranddetektor in dem Falle. Normalerweise nimmt man den nur, wenn man dann halt blutende Stellen hat. Aber man merkt es dann auch hier ein bisschen. Den Brand, den man sonst beim Aftershave halt hätte. Ich muss jetzt sagen, wirklich bis auf hier die Ecke, der Punkt, da unten 3, 4 und hier die Ecke ist eigentlich alles super. Was ich dazu noch sagen muss, die Rasur vom Sonntagabend war nicht so prickelnd. Deswegen habe ich auch bis heute, naja, meiner Haut Zeit gegeben, sich zu regenerieren. Nicht sofort wieder nach 2-3 Tagen drauf losrasiert. Also das ist jetzt schon wieder recht schön, das sah vorher noch grausam aus. Nicht immer ist eine schöne Rasierklinge und ein schöner Rasierer brauchbar. Das ist das Ergebnis vom Ibsen gewesen, der Ibsen Slant. So, aber egal, ist ein anderer Rasierer. So. Derby Premium. Also von mir kriegt die Klinge auf jeden Fall eine Empfehlung. Also ist nicht zu vergleichen mit der anderen Derby, deutlich besser. Also ich weiß nicht, ob es meine neue Lieblingsklinge wird. Das ist ja bisher die Washcott Ladas, aber die hat echt Potenzial. Also die werde ich öfter nutzen, definitiv. So, das war's jetzt von der Klinge. Jetzt kommen wir noch zum Abschluss mit dem Aftershave. Ja, schön. Alles in allem. Gelungene Rasur. Ich kann mich morgen wieder auf die Straße trauen. Weihnachtsfeier. Alles schön. Der ist auch noch nicht allzu lang. Ja, beim nächsten Mal. Okay, das war es soweit von mir. Sollte euch das Video jetzt gefallen haben, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Genauso gut könnt ihr unten ein Abo dalassen. Dann werdet ihr auf jeden Fall immer automatisch informiert, sobald ein neues Video von mir online geht. Im Regelfalle Samstags 17:30 Uhr. Das Video heute werde ich ausnahmsweise mal vorziehen. Auf viel verlangten Wunsch. Alle sind so rallig auf das Ergebnis der Rasierklinge. Gut, das war's soweit von mir. Auf bald.